Warte mal hier, ein schönes Raleigh. Raleigh Romana. Hm, was ist denn das? Soll das heißen? Aber das Raleigh Romana ist ein sehr guter Zustand. Ist das eine neue Auflage oder was? Frage ich mich jetzt gerade. Das ist bestimmt ein neuer Rad. Das sieht alles noch so schön aus. Und vielleicht ist es auch nicht neuer. Ist, dieses Rad ist nicht mehr fahrbar. Weil hier. Ich finde es immer so kurios, dass die Leute erst kommen, wenn es so aussieht. Also merkt man das nicht schon vorher, dass das wackelt da irgendwie oder so? Merkt man das nicht vorher? Ja, das Problem ist jetzt, wenn man so weit gefahren ist, dass das hier rausreißt, dann ist ja meist, sind die ersten Gewindegänge hier auch kaputt da drin. Und das hoffen wir mal nicht, dass das der Fall ist, aber es ist meist halt so. Und die Lager sind im Arsch. So, jetzt schaue ich mir das natürlich an. Ich baue die Trikot ab hier. Ja, löse ich das, baue das auseinander. Es geht weiter. Es ist Lagerwoche eigentlich. Es ist nicht nur Lagertag, es ist Lagerwoche. Schau mir die Lager mal an, fette die neu und pack die eigentlich wieder rein. Denn ich hoffe, hier sind Lager noch drin. Ja, und dann seid ihr mit dabei. Schaut damit einfach mal zu. Ein bisschen längeres Video jetzt mal vielleicht. Eventuell ist es länger. Dann beurteilen wir das mal zusammen. Ich beurteile das und ihr könnt hinterher eure Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich frage mich, dass man, also ob man das nicht merkt oder ob man da so resistent ist und sagt, ah, ist ja, klappert ein bisschen, fährt man weiter oder so. Aber das ist ja auch unangenehm. Ja, und man macht ja auch das gesamte Rad am Ende damit kaputt. Also schön ist es nicht. Ich nehme diese Abdeckkappe hier ab. Diese Ding, ja, schraube ich ab mit dem, mit so einem breiten Schraubenzieher kann man nehmen oder eben hier diesen. In meinem Fall diesen Reifenheber, der passt da ideal rein. Dann nehme ich meinen Lieblingsratschenschlüssel von Hosan und schraube diese Tretlager-Schraube ab. Alles sehr leicht angezogen wird übrigens. Boah, Tretlager-Mutter, also es ist doch ein älteres Modell da dran. Ist einfach nur so top gepflegt. Dann habe ich hier ein Parktools Kurbelabzieher. CCP1. Den schraube ich jetzt da rein. Und hoffe, dass ich damit die Tretkurbel abziehen kann. Schon so weit wie möglich reinschauen. Und dann komme ich auf alle Fälle schon mal ran an die Lager und so weiter. So, Tretkurbel ist ab. So, jetzt nehme ich das hier runter. Gott sei Dank, das Lager ist noch komplett, man kann es verwenden noch, auf alle Fälle. Vis-à-vis. Also gegenüber. Hier machen wir das gleiche. Aufschrauben, Tretkurbel abziehen. Ist auch mit dabei. Also aufschrauben. Und Tretkurbel ab mit dem, mit Hilfe von dem Kurbelabzieher. Na, das ist natürlich schade. Zack, haben wir ab. So, und jetzt nehme ich die Achse raus auf der anderen Seite. Kommt mal mit. Achtung! Ist unerhört. Wo kommen denn diese Krümel her? Seht ihr da diesen Krümel, diesen Popel da dran? Den müssen wir mal erstmal
eruieren, was das ist für überhaupt. So richtig hart, was ist denn das? Ist ja irgendein Dreck drin gezogen oder was? Was ist das? Für ein Bolzen hier. Aha, ah, da haben wir aber Glück. Da hat es aber richtig Glück gehabt, meine Güte. Ich glaube, das können wir richtig wiederverwenden. Das können wir alle wiederverwenden. Also, es wird jetzt mit richtig Fett, richtig festgezogen, wieder vernünftig eingebaut. Und wenn wir Glück haben, hält das. Auch die Gewindegänge sehen eigentlich noch ganz schick aus. Also, das ist. Mehr Glück als Verstand, also wirklich. Okay. Ja, Glück gehabt. Natürlich müssen wir auch hier sauber machen. Die Gewindegänge und alles. Und danach kommt neues Fett. Und alles wieder rein. Ja, das Wichtigste, was auf dem Tretlager draufstehen muss, steht drauf: Tange Japan. Also eine kleine Windung ist ein bisschen so auf der Hälfte so ausgebrochen, aber eben die letzte nur. Und das spricht eigentlich für den Rahmen, dass er sehr stabil ist. Und manche Gewinde fangen sogar erst nach einer Windung an, so richtig. Und da sind die Rahmen nicht so präzise gearbeitet. Also so. Sag ich mal, hier zeige ich euch. Guck mal, ob ihr das sehen könnt, erkennen könnt auf der Kamera. Das weiß ich nicht. Na, hier sieht man da so ein bisschen. Da so ein bisschen von Papier so ein bisschen ausgefranst. Aber ey, das macht nur ja nichts. Das macht überhaupt nichts aus. Alles hat sie gefunden. Was auch immer, ihr wisst ja nicht, worum es geht. Ist ja YouTube. Also. Marlis, ich lieb dich. Ich dich auch. Ich könnte jetzt echt schlafen. Also, quasi wie immer. Nee, so, was wollte ich sagen? Eigentlich. Ah, gut, Job. Lagerpflege. Didididi. Lagerpflege. Didididi. 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 Na gut, okay, haben wir. So, ich schluse rein. Ich schraube ein. Sehen, dass der nebenan irgendwie mal eine Blühbunte austauschen muss und so. Falls so. Wenn wir den sehen. Wenn wir den sehen. Ja. Na gut, ich geh mal los. Ich wenn wir den sehen, sagen wir den. Ja. Oder ich mach's selber schnell. Keine Ahnung. Also. Jetzt muss ich das hier kontern. Also drin ist es alles. Läuft auch ganz gut, Fett ist drin. Jetzt müssen wir das hier vernünftig kontern. Jetzt presse ich noch ein bisschen was hier unten drin. Da, in die Öffnung. Das haben wir jetzt gemacht. Hier unten ist voll. Das konserviert den Rahmen, dann kommt der Dübel hier wieder rein. Und alles, was Dreck ist, wandert jetzt nach außen weg. Ja. Perfekt. Jetzt wird hier alles wieder aufgebaut. Könnt ihr wieder zugucken von der Seite erst. Eins sitzt, eine Seite ist fertig. Thank you.
Was soll ich sagen? Ist fertig. Das war's. Das Tretlager ist wieder fit. Absolut top.